Ja, hallo Freunde und willkommen auf meinem YouTube-Modellbau-Kanal Vagants Modellbau-Ecke. Ich bin Vagant und freue mich heute ein Fahrzeug präsentieren zu können, was nicht mehr hergestellt wird im Moment und auch eigentlich vergriffen ist. Ihr kriegt das zwar in ein paar Shops noch, ihr seht ja schon, was es ist. Warum rede ich drum rum? Das ist die Panzerhaubitze 2000 von Meng. Das ist die neue Auflage praktisch von dem anderen. Der hat ein paar Updates gekriegt. In der Detaillierung wurde ein bisschen was verändert. Es ist ein anderer Deckelbogen drin, ist klar. Und dann was Neues ist natürlich dieses Slap Armor oder diese Gummimatten. Die haben auch einen bestimmten Namen, habe ich aber vergessen. Ich bin alt, habe Alzheimer oder Kreuzfeld B-Cop, wie das heißt, oder BSE, könnt ihr euch aussuchen. Diese Gummimatten sollen also der vor Splitterschützen und vor Treffern im Turm mit panzerbrechenden Waffen, also Panzerfäusten oder so, wenn ich da mit einer taktischen Kaliber 50 drauf schieße, dann ist da ein Loch drin. Na, da bringt das Gewusel da oben auch nichts. Aber was bringt denn ein Loch in der Hülle? Tja, nicht viel, so nicht. Ich bin froh, dass ich den gekriegt habe zu einem guten Preis. Und ich frage mich, warum Meng den jetzt nicht mehr herstellt und warum der vom Markt verschwindet. Da ist doch alles toll mit. Oder ist die Lizenz abgelaufen? Oder will die Bundeswehr das nicht? Wer weiß. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn ihr schon mal dabei seid, lasst euch einen Daumen nach oben da, denn Support ist kein Mord. Und falls ihr noch kein Abo habt, bitte auch noch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ihr würdet mich damit unterstützen und mir auch ein bisschen Respekt zollen dafür, dass ich diesen Kram für euch mache. Den Kram alleine. Na, ich werde auch gerne in einen Modellbauladen gehen und mal wieder in Modellen stöbern, aber das kann ich in Hamburg nicht. Das geht eben nicht. Ja, so, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Na, und nicht vergessen. Ja, hallo Freunde, hier melde ich mich wieder zurück mit der Panzerhaubitze 2000, mittlerweile ein seltener Bausatz von Meng, der wird nicht mehr hergestellt. Der andere schon noch, der ursprüngliche, warum auch immer. Das liegt wohl daran, weil die Verkaufszahlen von dem wohl geringer sein sollten als die anderen. Und wenn was sich nicht verkaufen lässt, dann wird es eben eingestellt. Ist natürlich gut für den Sammlermarkt, dann steigen die Preise natürlich. Es kann aber auch sein, dass es wieder nur für ein, zwei Jahre so ist, dass es den nicht mehr gibt. Wie der Schar 2, der war über ein Jahr nicht in Produktion, da hieß es dann auch so, ne, wer weiß, ne? Der A7V war auch fast zwei Jahre nicht in Produktion. Na, wer weiß da schon, wie die das machen. Die haben ja auch nicht hunderte Fabriken, ne? Die haben ja nur eine einzige Fabrik, wo sie fertigen. So, das war's jetzt. Ich habe Glück gehabt und habe den für einen Schnapper, wirklich für einen Schnapper gekriegt hier. Ihr wisst, dass er so um die 60 Euro, wenn ihr den überhaupt noch kriegt, um die 60 Euro gehandelt wird. Plus, ich habe den sogar schon für 100 gesehen und ich habe weit, weit drunter gezahlt dafür. Und jetzt öffne ich den Karton. Übrigens, er ist gebraucht, als gebraucht. Er hat aber das Ding nicht gebaut, sondern hat das nur geöffnet und wollte wohl anfangen oder irgendwas. Hier ist auch was mit Kugelschreiber drauf geschrieben. Ach so, 98 Kettenglieder je Seite steht hier drauf. Da bin ich jetzt aber noch nicht. Die Anleitung kommt denn zuerst. Oh, die schönen Bauteile, die ich da schon sehe. Das ist wirklich, ja. Mein Akku ist auch fast alle. Das darf hier also höchstens 30 Minuten gehen. Jo, ein zurück. Nee, zurück ist so rum. Bunt ist sie nicht. Ja, von diesen sandgefüllten Teilen, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, brauche ich auch unbedingt welche. Oder eine 3D-Druckdatei, die wirklich nah da dran kommt. Dann drucke ich mir die selber aus. Ja, also bei Mengen ist entweder alles Chinesisch oder alles Englisch. Englisch, naja, nun nicht alles Chinesisch, das ist Quatsch. Chinesisch, Japanisch, ich kann die ganzen Schriftarten nicht immer auseinanderhalten. Das ist auf jeden Fall Chinesisch und, ist egal, Russisch, Englisch und auf der letzten Seite Kantonesisch, keine Ahnung, Russisch. Die brauchen wir viel mehr Schriftzeichen, um weniger darzustellen. So, nun geht's weiter.
Ah, ich glaube, er hat hier mit einem Marker was gemarkert. Er will eine A- und eine B-Version bauen. Ich muss dann da wirklich mal die Augen aufhalten. Deswegen ist das gebraucht. Mich stört das jetzt nicht. Na, der Bausatz ist jungfräulich. Also der hat auch kein Auspackvideo gemacht oder so. Nur eben hat er die Anleitung schon gelesen. Das sollte man auch vorher tunlichst machen. Also wenn ich ein Modell anfange, gucke ich mir erstmal kurz die ganze Anleitung an. Das mache ich alleine schon, um mich heiß zu machen auf dem Bausatz. Das passiert mir hier auch. Also ich kriege, während ich sowas unboxe, also richtig Bock, den zu bauen. Habe aber die Sperre drin, weil ich weiß, dass ich noch andere Bausätze habe, wo ich genauso denke oder wo es noch schlimmer ist, dass ich die unbedingt bauen will. Und dann baue ich gar nichts. Dann liegen die bei mir rum und ich komme nicht aus dem Arsch. Aber das ist eben bei mir so. Ihr seht von mir schon noch Bauvideos. Und ich habe ja auch schon nach einiges liegen vom Gepard zum Beispiel. Ich muss mal gucken auf den Videos, was ich vom Gepard überhaupt schon an bewegten Bildern hochgeladen habe. Ich bin aktuell gerade am Turm dabei. Aber ich mache auch gerade immer diese Live-Geschichten. Also nicht immer, sondern ab und zu einmal die Woche sollte das eigentlich sein. Und mach meine Auspackvideos und so. Ja. Und da ich nicht gesund bin, fällt mir alles so ein bisschen schwerer. So, was soll das jetzt mit AB? AB ist A-Seite und B-Seite oder A-Hörnchen und B-Hörnchen. Hat das nämlich immer hier markiert. Rear Left Hull Assembly. Also, dass er das immer, dass er zuerst mit der A das macht. Das ist, das irritiert mich. Ich glaube, wer das jetzt nicht markiert, wäre mir das völlig egal. Aber er markiert das hier. Warum markiert er das? Also, es steht A und B. Das sind noch nicht die Farben, oder? Nein, die Farben haben kein A und B. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil hier steht jetzt C und D. A und B. Ah nee, Moment, das sind die, natürlich. Na, was wird das wohl sein? Ach, wie toll. Ja, ja. Akku ist alle gewesen. So. Genau, so, die A- und B-Bezeichnungen sind lediglich die Gussrahmen-Nummern. Hätte ich vielleicht selber drauf kommen müssen eigentlich, oder? Oder auch nicht. So. Ja, Interieur hat er natürlich nicht. Wäre natürlich auch cool gewesen, weil man den Turm hinten öffnen kann und unten die beiden Klappen. Und dann könnte man schön was darstellen, wo man reingucken kann. Vielleicht bringt Mengen ja noch ein Interieurset dazu. Und dann freuen sich alle, die diesen Panzer schon gebaut haben, weil dann müssen sie den nochmal kaufen. Ja, mich eingeschlossen dann. Ja, hier geht es um ein paar Kleinteile mit Foto-Ads-Teilen etc. pp. Ist alles ganz easy. Im Grunde genommen ist da gar nicht so viel, was man machen muss auf dem Teil. Ja, diese Slap Armor oder wie man die jetzt nennt, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Armor jetzt genau genannt wird, habe ich auch vergessen. Die wird oben aufgesetzt auf das fertige Modell. Also man lackiert das praktisch alles komplett fertig. Und die Kontaktpunkte, wo das aufliegt, die müssen von unten sind, das muss man alles abknipsen. Also die liegen gar nicht auf erhöhten Kontaktpunkten. Doch, hier. Da auf jeden Fall hier, aber bei den großen nicht. Da muss man eben ein bisschen Farbe wegnehmen, wieder wegnehmen, damit das klebt. Aber sonst easy going. Ja, da ist denn das große Rohr, was man denn da einfädeln muss. Ich glaube, dass die Packung davon schimmerte eben durch. Ja, schimmerte durch, ist da in der Kiste. Ist natürlich ein Mördergeschütz. Ne? Weiß gar nicht, wie groß das ist und ob das in eine meiner Schaukästen passt. Das werde ich dann noch sehen, ja. So, schön. Oben der Turm, dieser brachiale Turm. Das ist ja wirklich ein wirklicher Brummer ist das. Ja, super. Echt toll gemacht. Ja, Farbschemata. Da gibt es natürlich den Zweifach, den hier. Und wen ich aber noch schöner finde, den Wüstentarn in Dreifach. In drei Farben. Und wo ist der? Haben wir vergessen. Ist auf dem Titelbild nicht Dreifach-Tarn.
Tarnmuster? Nee, da ist nur zweifach. Also es gibt den nämlich auch mit Dreier-Tarnfarbe. Mit den, ja, da fehlt ja noch dieser rotbraune Ton dann dazu. Ja, mal sehen. Das ist ja jetzt einfach hier. Da wird ein bisschen Bluttack drauf gehauen oder andere Knetmasse und einmal übergespritzt und fertig. Genau. Ja, Kinder, ich sag euch, ich schneide das auch nicht raus, ne? Vorher war der Akku alle bei diesem Bausatz. Angefangen mit 2 Strichen. Jetzt ist ein voller Akku drinne. Ich habe angefangen zu drehen. Piep, piep, Karte voll. Ich habe nur eine 64 GB Karte. Größe habe ich nicht. Also Karte voll. So eine Scheiße. Entschuldigung, das sagt man ja nicht. Ist ja auch kein Kinderprogramm hier, ne? Und jetzt baue ich das Ding ein. Und jetzt habe ich nur noch 10% Akkuladung für dieses Unboxing-Video. Und dann ist nämlich mein Tablet-PC und das ist meine Steuerzentrale für die Kamera, die über mir hängt, alle. Und das heißt, dass ich dann nochmal 2 Stunden Ladezeit habe ungefähr. Tablet-PC dauert irgendwie immer länger. So, nun arbeite ich mal schnell die Anleitung durch. Sie ist durchgearbeitet mit Vallejo. Es sind hier die Farbangaben. Ich werde die Farben nicht mehr nehmen von Vallejo. Nur noch die Model Color. Die Model Air habe ich jetzt auch abgeschossen. Weil die kann man nur gut verwenden, wenn sie neu sind, wenn man sie frisch aufmacht, kommt Sauerstoff ran und man will die haben, fängt die irgendwann an auszufloggen. Und wenn du mal 3 Monate keine benutzt, dann trotz der Schüttelmaschine ist es unmöglich, die wieder gangbar zu bekommen, ohne dass die Airbrush verstopft wird. Das passiert bei den Armor of Mick Farben nicht. Ich habe einen Test gemacht mit Farben, die hier seit 4 Jahren im Regal stehen und die offen waren und so. Die habe ich einmal kräftig durch den Vibrator geschickt, da durch diese Schüttelmaschine und gut war. So, Gelaber Ende jetzt. Jetzt muss ich loslegen, bevor der Akku natürlich schon wieder abraucht. Ja, ich muss das natürlich mit auspacken. Wo ist denn meine Schere? Ich packe die aus, die geilen Sachen. Und nicht der geile Scheiß. Diese Sachen sind geil, aber kein Scheiß. So. Ja, wo packe ich denn mal das Geschnibbelte hin her? Fange ich jetzt mal an mit dieser Zusatzpanzerung, Slap Armor oder wie man das nennen soll. Ich finde die ziemlich gut, ist gut geworden. Wäre natürlich auch schön gewesen, wäre sie aus Gummi. Die ist also sehr niedrig, also würde ich mal sagen, also die Noppen sind nicht besonders hoch. Man kann das jetzt nicht vergleichen mit der Schutzpanzerung vom Rayfield Models, die auf dem, Moment, auf wem waren die denn drauf? Auf dem Puma, genau. Ja, aber trotzdem, ich finde das geil. Ich feiere das Zeug, ich finde das super. Man kann auch nicht so viel falsch machen, das wird halt grundiert. Und schwarz anlackiert, schwarz-seidenmatt und da braucht dann auch keinen Effekt mehr rein eigentlich. Naja gut, Wüstenstaub, ne? Ja, das kann man vielleicht nochmal machen. So, außen, Augen aus dem Sinn, das ist ja schon wieder so eine Kiste. Naja, nicht so groß ist das denn auch nicht. Nehmen wir mal die Tüte weg hier. Wie gesagt, dem Akku kann ich beim Leergehen zugucken gerade. Nächste Tüte. Ziehe ich das Tempo mal an, versuche es unter 3 Stunden jetzt zu machen. Das sind zweimal Nummer C. Gussast und wie gewohnt sieht das alles sehr gut aus. Hier ist das Antriebsrad. Ja, eine der Turmluken. Ich weiß gar nicht, was da oben alles drauf ist. Die Panzerhaubitze habe ich, als ich in Bergen und in Putlus war, habe ich die gehört. Und in Hammelburg habe ich keine gesehen. Aber ist ja auch alles groß und weitläufig und die müssen ja auch zum Schießen immer eine Menge Gerät bewegen. Und auf dem Truppenübungsplatz, auf dem normalen bei uns, waren die auch nicht. Da hatten wir zwar Panzer und so, aber sowas war zu groß. Der Gussast war übrigens 2-mal da, falls ihr gesehen habt. Das packe ich jetzt auch nicht aus, weil da ändert sich eigentlich auch nichts. Die Qualität von den Mengen ist super und die Reifen sind jetzt genau die gleichen wie bei dem A7 auch. Ne? Also
warum das so ist. Also soweit ich weiß, müssten das die gleichen sein. So. Jetzt kommt ein Einzelner, den snibbel ich natürlich auf, ganz klar. Jetzt ist er natürlich nicht mehr jungfräulich. Ich mache den jetzt schließlich auf, aber ich mache ja nichts damit. So. Hier ist die Halterung fürs Bord-MG oben, für die leichte Abwehr. Ja, ein paar weiß ich nicht Teile, das ist alles oben auf irgendwie. Ist auf jeden Fall schön, ohne irgendwelche besonderen Fehler, die mir da auffallen. Und das packe ich jetzt auch nicht aus. Das ist Drehstabfederung, das hatten wir eben beim A7 auch. Wie gesagt, die sind ähnlich, die Unterkonstruktion. Die Wannsehnen, die dürfen sich auch relativ, naja, nicht ganz. Die von der Haubitze ist natürlich ein bisschen anders, aber die verbauten Bauteile sind halt ähnlich. So. Denn ich muss mich da ein bisschen durcharbeiten. Pulli-Caps, die habe ich hier schon mal. Da brauche ich nicht drauf eingehen, glaube ich. Also wenn ihr auch jedes Mal wissen wollt, wofür Pulli-Caps da sind, müsst ihr das in die Comments schreiben. Was hier jetzt noch ganz geil ist, das werde ich nämlich auch nutzen, weil das mal anders aussieht. Und das ist auch nicht bei dem anderen Mengenbausatz dabei. Also erstmal sind die Flappen, die Schutzklappen hier für die Kettenschutzes unten. Der Kettenschutz, der funktioniert. Ich habe das im Einsatz gesehen, dass da eine russische RGB oder wie die RG7 ist da reingerast in die Kette und ist da dran explodiert. Und der Kettenschutz war ein bisschen mitgenommen, aber sonst ist eben nichts passiert. Die Kette dahinter war heil. So, was hier in dem Set dabei ist, finde ich ganz gut. Das ist die Rohrabdeckung, die den Kompensator praktisch abdeckt. Hier und das ganze Rohr. Also da unten ist der Kompensator. Der sieht natürlich hervorragend aus. Ist toll geworden. Aber ich finde die Abdeckung geil. Und die Abdeckung wurde immer nach dem Schuss drauf gemacht, weil der feine Wüstensand. Ja, ich könnte euch das mal zeigen. Ich habe nicht Sand, sondern der Staub in der Wüste ist so, dass wenn man nach einem Sturm rausgeht und ein Handy in der Hand hatte, da kannst du dein Handy, egal was du hattest, das iPhone, wenn du es so in der Hand hattest oder irgendein anderes Elektrogerät, konntest du da wegschmeißen. Du konntest diese Geräte nicht mehr verwenden, weil der Staub so fein war. Selbst bei militärischen Geräten war das schon kritisch. Na, ein normales Funkgerät, also ein digitales Funkgerät hat ein bisschen länger gehalten, aber ja, der Staub ist übel und ich habe hier ein ganzes Gefäß. Ich habe hier schon fast ein Kilo Wüstenstaub aus Kandahar. Nicht der Sand, wie gesagt, das ist der feinste Staub, den ich im Leben gesehen habe. Und das Geile ist, dieser Staub, der ist so fein, dass man ihn als Pigment für Modellbau benutzen kann. Ich bin am Überlegen, ob ich davon ein bisschen was verkaufen soll. Ein bisschen was abpacken, weil ganz einfach, weil das Original Wüstenstaub ist und das ist so ein Killerzeug. Und deswegen braucht man diese ganzen Gummidichtungen und dass eben auch alles abgedichtet ist. Das gilt dann auch für die Lüftungsanlage der Fahrzeuge und alles andere. So, irgendwie hat mein Bildschirm gerade 1% wieder verloren. Jetzt stehen da tatsächlich 9%. So, ein bisschen zumachen. So, hier ist für die Kanone die Aufhängung. Das ist hier das für das Rohr. Die Teile, die da rumkommen. Und hier sieht man das auch, dass die Muffeln. Und zwar, wenn er feuert, dann wird das zusammengeschoben, das Rohr. Also um die ganze Wucht aufzunehmen. Und das ist hier natürlich auch mit so einem Staubschutz versehen, also da kommt denn kein Staub rein. Und dieser Bogen, sage ich, enthält schon wieder ein MG. Ein MG3 und ja, eben die Hauptteile für den Turm, für das Geschütz. Also die wichtigen Teile. Außer das Rohr natürlich. So, und jetzt kommt der letzte große Beutel. Schnipp, schnipp, schnipp. Äh,
Ja, was ist da? Das sind die Klappen hinten. Die Klappen hinten, sage ich schon. Ja, das ist natürlich eine böse Sache, muss ich sagen. Mag ich jetzt gar nicht, was ich da gerade sehe. Aber Moment. Ich müsste in meinem Handvorrat. Ja, mal eben gucken hier. Ja. Da gibt es übrigens vom AV-Club die Anti-Slip-Felder. Also die Felder, die versandet sind, gibt es hier. Ja, da sind glaube ich drei Blätter drin, die kann man auch schneiden. Und die sind wie diese Sandoberfläche noch auch drin zum Kleben. So, das ist Eduard. Eduard, ja, da haben wir sie doch. Noch mehr Eduard. Keine Sorge, ich habe noch mehr. Also ich habe so bestimmt auch so einen Stapel. Also so 10, 15 cm Stapel mit Eduard, Foto-Ad-Stylen und Masken und dem ganzen Kram. Allerdings sind das hier jetzt gerade die neuen, die ich jetzt vor einem Monat gekauft habe. Und dabei sind auch diese Flaps hier, diese Klappen. Aber die passen natürlich jetzt nicht hier. Die sind jetzt für den Leopard 2. Aber die sind wirklich enorm geil, muss ich sagen. Ich habe für den Leo 2 ja schon ein Unboxing gemacht, deswegen passt das hier nicht rein. Rear Mud Flaps, also diese Anti-Schmutzlappen. Und da werde ich natürlich jetzt auch sehen, dass ich dafür welche kriege in der Qualität. Ich weiß nicht, ob diese Firma, die macht ja nur für Leoparden eigentlich. Leopard Workshop ist auf jeden Fall empfehlenswert, auch zum Gucken. Da muss ich sowieso noch gucken wegen dem Kanonenrohr hier von dem 7A, 7 Plus, dass ich da was Neues aus Metall da rankriege. So, hier ist das Hackshot. Also, bevor mit der Haubitze geschossen wird, werden diese Türen geöffnet und die Soldaten sitzen auch nicht in dem Fahrzeug drin, wenn geschossen wird. Ich glaube, dann zermatschen sie im Innenraum an der Tür. Nee, die müssen raus und haben einen praktischen Reißleine dabei. Die sieht so aus, als wäre sie so locker 2 Meter lang. Ich bin aber kein Haubitzenschütze. Ich habe damit so keine Erfahrung und nur einen Film gesehen. Wenn das jemand hat, würde mich das freuen, wenn er mal ein paar Worte dazu lassen kann in der Gruppe, ob das, was das jetzt, wie man auslöst und so. Das ist ja kein kriegswichtiges Geheimnis, das kann er ruhig erzählen. Und wenn er nicht mehr beim Bund ist und W10er war, dann ist das sowieso mit der Verpflichtung der Geheimnisse sowieso hinfällig. Weil, ach nee, W10er gibt es ja gar nicht mehr. Grundwehrdienstleistende. Man muss also so eine Klausel unterschreiben, nur wenn man im Sicherheitsbereich ist, sonst als normaler Soldat. Und ihr erzählt ja hier keine Geheimnisse. So, die Oberwanne und die Unterwanne. Hervorragend. Ein Monsterteil. Ich weiß nicht, mindestens 3 Meter lang. Nein, ich habe hier so eine Skala am Schreibtisch. Mal gucken, ob ich die auf der Matte... Naja, so 22 cm lang. Gesamtlänge weiß ich gar nicht. Muss ich nämlich auch gucken. Ich habe nämlich Glasvitrinen. Die sind 30 cm lang. Da kann man in eine Diagonale mit dem Turm noch was machen. 22, ich weiß nicht, wie lang das ist. 30 cm ist eigentlich schon ganz gut. Ja, hier die Lüftung für den Motor. Der hat ja dann alles hier vorne neben dem Fahrer. Also der Fahrer sitzt im Motor. Unten zur Wanne. Unten ist es glatt. Keine Luken und sowas. Der hat natürlich auch eine Fluchtluke und Wartungssachen. Ist aber nicht wichtig. Also ich meine, irgendwo hört es auch auf. Man muss es nicht. Hauptsache alles, was man so sieht, wenn man oben drauf guckt, hinten schräg und vorne und so, sieht gut aus. Aber die Unterseite muss man nicht. Sei denn, man will einen fliehenden Soldaten darstellen oder so. Dann kann man sich da ja Originalbilder holen und dann mit Kunststoff-Sheets sich diese Luken selber schnitzen. So, ach ja, das Wichtige natürlich noch im Zusammenspiel mit dem, den packe ich jetzt mal so lose drauf hier, damit ihr mal die Dimension seht. Ich feiere das Ding, das ist einfach nur geil. Also, ja, stimmt, 2 Turmluken. Das ist wirklich ein Killer-Teil und auch ein sehr schöner Guss. Also tolle, also ich mag das auch, das Anfassen. Das ist so, ich begreife gerne das, was ich basteln will. Und es ist einfach grandios, die Karre. Ne? Das ist, dass man die haben muss als Modellbauer und Bundeswehrfahrzeuge, die gönne ich mir, wenn sie gut sind, sowieso alle. Den Bergepanzer, den habe ich wieder abgegeben,
weil für mich ist beim Bergepanzer irgendwie bei den Bergefahrzeugen, ja, da kriege ich keinen, wie soll ich das sagen, da kriege ich keinen Abgang von. Also ich bin da emotionslos zu den Teilen. Das sind für mich keine Panzer. Ich habe auch keine besondere Hochachtung den Soldaten, die dieses Zeug bedienen. Weil einen Kran kann ich auch selber bedienen. Da brauche ich keinen Angelehrten für. So, jetzt kommen die Futterzeile. Ich sehe Futterzeile. Jetzt kommen erstmal kurz die Clearparts. Die zeige ich. Ich rede von Futterzeile und Clearparts. Ja, sind da unten in der Kiste. Fällt mir nämlich ein. ISAF-Aufkleber, genau die will ich nämlich haben. Und auch schön die diese Felder, die weiß-roten Deutschlandflagge. Und was mir hier jetzt fehlt, genau, es fehlen mir die Warnaufkleber. Es gibt auf Arabisch oder so, gibt es nämlich diese Schilder, die hinten drauf kommen. Die gibt es auch als Dekels. Jetzt sitze ich nämlich wieder da und brauche die Teile. Ich habe den nämlich schon mal gekauft. Das ist aber schon ewig her. ISAF-NATO-Abzeichen, das große ISAF-Schild, das wird ja alles gezeigt, wo das hinkommt. Ich finde das sehr gut. Das macht das alles realistisch. Wegen der Tarnung muss ich aber trotzdem sehen, ich hätte natürlich gerne eine Dreifachtarnung gehabt, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich dann auch authentisch ist. Aber er muss das ja, es gibt den ja in Dreifachtarnung, Wüstentarnung. Aber ob zur Zeit der ISAF... Was ist eigentlich mit den Fahrzeugen? Der Krieg und so ist ja vorbei. Was ist denn? Haben sie die auch alle da gelassen? Ich glaube nicht, ne? So. Ja, ich bin schon zu lange aus dem Bund raus. Ich hätte da mal wieder Bock drauf, mal. Ja, wieder bei einer Reservistenübung, wenn es das gibt, auch als Nicht-Reservist mal dran teilzunehmen, um mal wieder ein bisschen Bundeswehrluft zu schnuppern. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Also ich war beim Bund sehr gerne, auch wenn ich im Auslandseinsatz war, war die Bundeswehr für mich doch ganz toll, ganz wichtig und ich wäre gerne da geblieben. Aber zu meiner Zeit, wo ich da raus bin, da gab es für meine Bereiche, die ich abgedeckt habe, keine Planstellen mehr und ja, da sah es mit der Bundeswehr nicht so gut aus. Ich hätte mich freiwillig ja bis zu meinem Lebensende gemeldet. Und zu der Zeit war das aber auch noch nicht mit der, dass die Wehrpflicht noch, da war das noch nicht klar, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. So, sonst hätten sie mich da nämlich nicht rausgehauen, weil ich, meine Ausbildung war auch teuer. So, hier sind die für die Futterersatzteile, die paar, die dabei sind, das ist nicht so viel. Hier sehe ich auf jeden Fall Schmutzfängerklappen aus Metall, das finde ich schon mal schön. Hier mit den Nieten oben dran, ganz toll gemacht. Also, das ist schon mal schön. Und jetzt natürlich eine Menge von den Gittern. Also die finde ich auch immer sehr geil. Ich liebe Gitter. Finde ich cool. Das waren jetzt die Futterersatzteile drin. Das Einzige, was ich jetzt wieder ein bisschen doof finde, seht ihr hier diese weiße Pipi-Schlange da. Das komische Teil. Da braucht man eigentlich nicht drauf eingehen. Das soll ein Abschleppseil sein. Für mich ist das ein Bindfaden, der ziemlich kacke aussieht. Da muss dann wieder Kupfer herhalten. Da muss ich. Ich brauche im Übrigen wieder Kupfer geflochtenes. Da muss ich mal gucken, ob ich irgendwo einen Hersteller finde, der noch was günstig verkauft. Das packe ich mal so zurück. Hier sind noch zwei große Polycaps in der Kiste. Ja, dann sind hier in der Tüte, das lasse ich jetzt auch drin, sind die paar transparenten Teile für die Scheinwerfer und da würde ich mir eigentlich welche kaufen mit Foto-Ads-Teilen, so die man so ranklebt. Also glaube ich doch, dass es die gibt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Nun kommt da ja noch was Dickes. Das habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Hätte ich dann fast vergessen. Das Mörderrohr hier, das ist schon ein schönes Teil. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Da passen natürlich, das habe ich jetzt natürlich wieder weggepackt, die Plastikteile hier rum und so, das ist sehr schön. Das finde ich gut und das ist auch nicht nur als besondere Beigabe kostenlos dabei, sondern das ist immer dabei. So, das packe ich mal da oben hoch. Ja, auf 5% ist er jetzt runter. Das heißt, ich muss gleich Schluss machen. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, dass ich den Bausatz auch Porno finde und wenn euch der Bausatz so gefällt wie mir, dann
könnt ihr jetzt schon mal wieder einen Daumen nach oben da lassen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und halt, da ist was da nicht reingehört. Und falls ihr noch kein Abo habt, lasst doch bitte ein Abo da, das freut mich. Und auch euch kann das dann freuen, wenn immer wieder was kommt. So, das müsste wieder eine Kette sein, die man ohne Klebstoff verarbeitet. Also der, von dem ich das gekauft habe, das ich sagte gebraucht, der hat dann ja wohl scheinbar die Kette gesehen und dann wollte er das Modell nicht mehr haben. Das ist mir sehr häufig ist mir das aufgefallen, dass viele Leute aufgeben, wenn sie die Ketten sehen. Ich meine, ich liebe diese Ketten, ich finde die geil, die könnten in jedem Bausatz dabei sein, auch wenn ich die eigentlich nicht mehr sehen kann. Ich habe 3 Leo 1 Kettensätze da komplett von verarbeitet. Ich habe Kettensatz für den Marder, das ist der gleiche, verarbeitet, dann für den, was war denn das noch? Also ich habe noch für irgendeinen diesen Kettensatz und dann habe ich liegen für den Maxas von Mengen, da haben sie eine Gummikette reingeschmissen, aber verkaufen auch Einzelglied, die habe ich auch gekauft und das ist alles das gleiche System hier. Es muss nicht geklebt werden, sondern nur mit ein bisschen Druck zusammengepresst, bis es klickt und fertig ist. So. Was hat er hier gemacht? Also, ich sehe schon, er hat wohl einen Beutel aufgemacht in Vorbereitung und zwar sind das die Kettenbolzen, die hier drin sind, also die Verbinder praktisch dazwischen, die hat er jetzt in so einen Pinkelbecher oder was. Das ist hoffentlich, ist der nicht gebraucht gewesen. Das sieht aus wie so ein Pipi-Becher. Hat er das da reingetan. Na gut, jetzt seht ihr das. Das gehört übrigens nicht mit zum Lieferumfang dazu, ne, das zum Normalen, sondern das ist wirklich jetzt, naja. Ich packe die Copoli-Caps nämlich jetzt mit da rein, dann kommen die nicht so leicht weg. Ich habe keine Reserve-Polycaps. Also zumindest nicht von Mengenfahrzeugen. So. Und das passt auch noch mit drauf. Da ist die Montagehilfe. Das sieht genauso aus wie bei den anderen. Ich denke mal auch nicht, dass das anders ist. Dieses System, das haben die eigentlich immer. Aber er hat da drauf geschrieben, 98 Kettenglieder. Jetzt frage ich mich natürlich tatsächlich, ob in der Anleitung, die Zeit muss sein, er ist immer noch 5%, dass das hier nicht steht. Das kann ich mir kaum vorstellen. Also normalerweise schreiben die netten Leute von ich dachte es zumindest. Tatsächlich hat Mengen vergessen, die Kettenglied-Zahl aufzuschreiben. Naja, gut. Nein, haben sie nicht. 98 pro Seite. Hat er vielleicht nicht gefunden oder so. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, die Anleitung kommt jetzt auf den Grund. Nee, die packe ich oben auf. Packe ich oben auf. So, also, das war's jetzt. Das geile Video, wollte ich gerade sagen. Die geilen Teile zum um die Ohren reibe. Nee, das ist ja wieder was anderes. Da geht schon wieder ein Scheiß. Ja, die Panzerhaubitze. Schönes Teil, wenn ihr sie kriegt, kaufen, wenn ihr sowas braucht. Ihr könnt auch die andere nehmen. Und wenn ihr ganz schmerzfrei seid, dann kauft ihr halt die Revell. Dann kriegt ihr halt ein Modell, was total veraltet ist und so. Naja, in dem Fall muss man das sagen. Das ist schon klopper. Vielleicht hole ich mir die Revell trotzdem, nur um die in der normalen Bundeswehr-Tarnfarbe anzumalen. Vielleicht wäre es das. Die könnte man dann daneben stellen. Nee, da muss ich eine große Lücke, sonst vergleicht man die ja. Weil das ist alles anders hier oben. Also eigentlich ist das Ding komplett anders. Gut, also hatte ich ja eben schon mal gesagt. Daumen nach oben bitte, denn Support ist kein Mord. Däumchen ist ein Träumchen. Und ich freue mich, euch jetzt auch diesen Bausatz zeigen zu dürfen, dass ich den endlich habe. Schon geil. Und ja, ihr hört von mir bald wieder oder seht von mir, denke ich mal, ich habe da nämlich noch ein bisschen was. Na, ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Unboxing-Video oder Auspack-Video von mir. Ich wünsche euch alles Gute, euer Vagant.